ihr Lieben. Heute wieder Espresso Pool Insight mit was ganz Speziellem. Und zwar stehe ich hier vor einer Maschine, die es so nur einmal auf der Welt gibt. Das ist eine VBM Replika Pistone, viergruppig. Und die haben wir wirklich hübsch gemacht für einen befreundeten Barista, der über Deutschlands Grenzen hinaus große Bekanntheit genießt. Das ist der Dritan Alsela aus Düsseldorf. Und ja, für den haben wir uns mal Gedanken gemacht, wie man so eine Maschine vielleicht auch noch etwas anders gestalten kann, denn er ist auch ein besonderer Typ und verdient auch eine besondere Behandlung, was das Thema angeht. Also was haben wir gemacht? Wir haben sehr schöne Zebrano-Holzgriffe hier drauf. Die sind von Robert Burkhardt aus der Nähe von Stuttgart, der so Holzdesigns macht, eben speziell für Espresso-Maschinen. RB Design auf Instagram zu finden, ein sehr schöner Blog auch. Und Zebrano-Holz, wie gesagt, diese Form, die er hier gedrechselt hat, ist auch besonders gut für eben, ja, sag ich mal, hartes Arbeiten, auch für größere Männerhände geeignet und ästhetisch sowieso toll. Was wir noch gemacht haben, ist, neben den Holzapplikationen Metallteile Pulver zu beschichten mit einer hochwiderstandsfähigen Pulverbeschichtung in Matt-Schwarz. Die Grühgruppen, diese Achsen, die Seitenteile, Abtropfwanne, alles in diesem matt-schwarzen Ton gehalten. Und besonders noch der Dampfhahn, das ist ein Kippdampfhahn anstelle des normalen Drehhebels. Wie ich finde, sehr, sehr stylisch und elegant. Ein paar Folien haben wir noch aufgeklebt, um das noch zu individualisieren, aber im Großen und Ganzen eher dezent und wie ich finde, richtig cool geworden. Wer so ein bisschen sportlich ambitioniert ist, muss einfach so eine Brühgruppe nehmen und ein bisschen pumpen. Die sind sauschwer, die Dinger, ne? Weil da eine mega starke Feder drin ist, Messingkorpus, Messingdeckel, so. Diese Technik gibt es ja im Grunde seit, sag ich mal, Mitte der 50er Jahre. Was hier besonders ist an dieser Maschine ist, dass wir diese Technik nicht einfach praktisch benutzen, indem wir hier ein Tauchrohr, wie es klassischerweise der Fall ist, in diesen Riesenboiler, der in dieser Maschine verbaut ist, finden, sondern wir haben, wie bei einer normalen Wärmetauschermaschine, eine permanente thermische Zirkulation hier durch. Das heißt, jede Brühgruppe hat praktisch einen eigenen Kreislauf, der direkt mit der Frischwasserleitung verbunden ist. Das ist aus verschiedenen Aspekten sehr, sehr interessant, weil wir dadurch frischeres Wasser verwenden als dieses riesen Kesselwasser, was da drin ist und was auch für Dampf verwendet wird. Und zum Zweiten können wir eben auch mit Leitungsdruck schon mal Wasser ziehen, um Kaffee zu extrahieren. Früher waren diese Maschinen eigentlich nur dazu da, um Espresso zu machen. Mit dieser Maschine, und das finde ich eigentlich erwähnenswert, und das zeige ich euch auch gleich mal, kann man auch einen Kaffee-Creme machen. Und wie? Seht ihr jetzt. Was ich eben angedeutet habe, das zeige ich euch jetzt mal in der Praxis. Also der Vorteil hier dran ist, ich habe hier permanenten Wasserleitungsdruck. Das heißt, ich kann im Endeffekt mit dem Leitungsdruck, der ungefähr bei 4 oder 5 Bar liegt, entsprechend schon mal Extraktion machen. Extraktion, das heißt eben sozusagen Kaffee ziehen. Wir haben immer das Problem in Deutschland, dass wir ja auch viele Leute haben, die diesen sogenannten Kaffee-Creme halt haben wollen. Das heißt, wir brauchen im Grunde hier, sag ich mal so 120 ml, 130 ml, in einer Zeit nicht über 35, 40 Sekunden extrahiert, damit er eben nicht die Bitterstoffe bekommt, die wir da nicht drin haben wollen, aber die Tasse so leidlich voll wird. Ne? Mit einer normalen Pumpendruckmaschine kann man das machen, indem man einfach eine Einer-Portion hier reintut, antemmt und dann praktisch die Tasse lang laufen lässt, dann ist der Zauber auch in 30 Sekunden, 40 Sekunden vorbei. Mit einer Pistone-Maschine war das klassischerweise unmöglich, weil die mit dem Tauchrohr praktisch einmal ihren Brühkopf füllt, das sind dann so 70 ml, und dann ist Feierabend. Bei dieser Maschine ist es aber so, dass wir zu diesen 70 ml im Grunde schon im Vorwege Wasser laufen lassen können. Und wie das in der Praxis geht, zeige ich euch. Ich ziehe hier eine Portion Espresso rein. Was ich jetzt hier habe, ist natürlich ein unterbefüllter Siebträger. Das ist eine Portion im doppelten Sieb. Da kommt natürlich eigentlich nicht das raus, was wir vom Espresso erwarten. Aber für einen Kaffee-Creme ist es in Ordnung, weil wir damit natürlich die Durchflussgeschwindigkeit deutlich erhöhen. So, und was mache ich jetzt? Ich temme das trotzdem an
und setze das jetzt in die Brühgruppe ein. Vorher noch einmal Flaschen immer, ne? Wärmetauschertechnik, das heißt, da ist ein Dampfpolster drin, das wollen wir erstmal loswerden. So, einsetzen und dann kann ich im Endeffekt schon mal die Extraktion starten. Und jetzt bereitet er den Kaffee mit dem Leitungsdruck von 4,5 Bar schon mal zu. So, und wenn ich dann jetzt ungefähr bei einer, denke mal, über drittelvollen Tasse bin, dann trenne ich die Verbindung hier und die Feder macht sozusagen den Rest. Die Feder schiebt jetzt sozusagen den Kaffee durch, dehnt sich aus, wir haben ein abnehmendes Druckprofil, so wie wir es eben bei Pumpenprofilen eigentlich auch jetzt versuchen zu simulieren. Die Federgruppe macht das natürlich automatisch. So, und wenn das Thema dann durch ist, dann habe ich in einer relativ akzeptablen Zeit, wo wir normalerweise auch einen Espresso extrahiert hätten, halt diesen klassischen Kaffeecreme. Ist ein Produkt, was normalerweise mit den anderen Pistone-Maschinen eben so nicht zu erstellen ist. Finde ich einen sehr, sehr schönen Vorteil. Zweiter Vorteil eben auch, frisches Wasser aus der Leitung zu ziehen und nicht aus diesem Riesenboiler praktisch immer sich zu bedienen. Also das ist wirklich ein echter Mehrwert dieser VBM-Pistone-Maschinen. So, gleich machen wir nochmal zwei Espressi, einfach auch um den Vorgang einmal zu zeigen. Ich spüle, wie gesagt, den Siebträger einmal aus. Baue damit wieder das Dampfpolster aus der Brühgruppe ab. Mal kurz trocken wischen. Jetzt eben eine volle Menge reinziehen hier in den Siebträger. Kurz antempen. In dem Fall jetzt nicht so lange laufen lassen hier in dem Zustand, sondern gleich die Federspannung praktisch drauf geben, weil wir jetzt eben die volle Druckentfaltung zu Beginn brauchen, um den Espresso zu extrahieren. Sieht auch wirklich schon sehr schön aus. Das Druckprofil nimmt ab, das heißt, die Feder dehnt sich sukzessive aus und es ist im Endeffekt ein absteigendes Druckprofil, sodass jetzt in der letzten Phase der Extraktion das, was sonst vielleicht bei einem geraden Druckprofil an Bitterstoffen und Säure vielleicht zu viel mit extrahiert würde, eben auch weggeht. Man kann dann kurz, wenn man sagt, man ist fertig, einmal den Hebel anziehen, dass man dieses Nachtropfen verhindert, zieht man die Tassen weg und dann hat man eben hier, wie ich finde, auch sehr, sehr schöne Ergebnisse. So, das sollte der erste Teil zur viergruppigen Pistone für Dritan Alcela sein, hier aus Hamburg. Wir packen jetzt die Maschine ein und bringen sie nach Düsseldorf und ja, gucken mal, wie sie Dritan gefällt. Cappuccino macht er besser als ich, also das ist mal definitiv so. Hier nochmal der Hinweis, die schönen Holzgriffe, die kommen von Robert Burkhardt von Design-RB. Wer da schon mal Lust hat zu gucken, das ist wirklich ganz stark, was der macht. Und ja, wir sehen uns in Düsseldorf. Bis dann.